Jo Leute, was geht ab? Es ist soweit, es hat ein bisschen gedauert. Ich hab gesagt, ihr sollt im ersten Video 100 Likes machen, dann gibt's einen zweiten Teil. Ihr habt das innerhalb von 2 Tagen geschafft. Was? Voll krass. Ich kam nicht hinterher. Deshalb Leute, erhöhen wir das Ganze mal ein bisschen. Du bist echt ein Arsch. Dritter Teil ist auch so gut wie fertig. Deshalb, wenn ihr den dritten Teil sehen wollt, 150 Daumen hoch für dieses Video. Und abonnieren nicht vergessen, schreibt in die Kommentare, wie ihr auf Musical.ly heißt. Vielleicht passiert ja eine ein oder andere Überraschung. Wer weiß. Jo, dann fangen wir jetzt an. Heute habe ich mir Julia als Verstärkung geholt. Sie hat jetzt die 10 Musical.lys ausgesucht. Das heißt, ich weiß überhaupt gar nicht, was auf uns zukommt. Wenn ihr Beschwerden habt, schreibt sie bei Musical.ly in irgendwelche Kommentare. Die können mir auch so schreiben. Ich kriege nicht so viele Nachrichten. Also, Stöpsel, das sind jetzt nicht meine Kopfhörer. Diese pinken Dinger da. So, fangen wir an mit dem ersten. Hey boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. Also ich fand, sie war ziemlich aktiv, hat alle Bewegungen gemacht. Vielleicht hätte sie sich Verstärkung holen sollen, damit halt dieser Wechsel da so von der einen Position zur nächsten, wie so ein Zauber ist, weißt du? Mhm. Das hätte sie mit einer Verstärkung machen sollen. Und das war halt so ein One-Take, alles in einem. Was sagst du dazu? Ich fand's cool. Okay. Kommen wir zum nächsten. Okay, jetzt meine Meinung dazu. Das war jetzt kein einfaches Musical, weil die halt mehrere hintereinander genommen hat. Aber das war halt alles so ziemlich schnell. Dass sie das trotzdem alles so hinbekommen hat, fand ich nice. Und ich fand auch den Filter passend. Das war halt jetzt nicht der normale klare Filter, sondern ich glaube Hip-Hop. Ich fand's gut. Ich fand laut diesen Videos halt, weil dieser Musikwechsel voll schnell war, sie hat das eigentlich voll gut hinbekommen. Okay, kommen wir zum nächsten. Das war ein kurzes Musical. Aber es war cool. Es war. Ja, das scheint auch so ein bisschen ein Trend zu sein. Irgendwie was kurzes am Anfang und danach so Zeitlupe. Ja, und das ist voll schwer mit der Zeitlupe. Ja, weil die Musik ja, wenn man das aufnimmt, läuft ja ziemlich schnell. Ja, das geht so ratatatata. Und dann weiß gar nicht, was man wieder tun. Aber ich fand's süß. Auch wie bei Emily, ein strahlendes Gesicht. So, kommen wir zum vierten. Okay, bei dem Musical.ly, das war den Sound, den ich erstellt habe. Nee, das war nicht der Sound, den ich erstellt habe. Der wurde für mich erstellt. So war das. Oh. Und gut, da bei der Musik, da konnte man halt jetzt nicht dazu irgendwelche Drink und was weiß ich, so Bewegung machen, ihr wisst, was ich meine. Deshalb weiß ich auch nicht, was ich da gemacht hätte. Bei mir, ich habe da einfach getanzt. So, getanzt. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Wollt ihr es kurz sehen? Ja, siehst du, ich habe einfach so blöd getanzt, keine Ahnung. Ansonsten fand ich das aber ganz okay. Sie hat halt so mit der Kamera dann öfter mal einfach so dumm. Ich habe dazu nichts auszusetzen. So. Auch, cool. also auch meine Meinung. Ja. Okay. So, kommen wir zum fünften. Ich
finde, am Anfang hat sie immer mal so kurz Pause gemacht und eine andere Szene genommen. Das hätte sie so weiterführen sollen, alle 3 Sekunden so ein kleiner Szenenwechsel. Aber ansonsten voll süß, die Kleine, ne? Die Haare sind voll cool. Ja. Mit den Strähnchen. Ich finde, das passt voll zu dir. Stimmt, Strähnen sind generell, ich habe es ja im letzten Video schon gesagt. Ja, und zum Schluss, wo halt kein Text mehr war, hat sie dann halt so diese verschiedenen Kamerapositionen dann gemacht. Sie hat einen Ring, hast du gesehen? Verheiratet? Meinst du, sie ist schon verlobt? So, kommen wir zu Musical.ly Nummer 6. Okay, mir ist auch aufgefallen, dass ich das bisschen... Diese Betonung auf... Die Zahl. Die Zahl. Okay. I really gotta hold on. Fand ich auch süß, auch so in Camouflage. Das Outfit. Finde ich cool. Aber sie hätte vielleicht ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr so. So das Handy so. entweder das oder halt so ein bisschen mehr bewegen. Weil die Bewegungen, die waren halt so. Ich glaube, die hatte das auf normal, weil wenn man es auf rasch hat, dann ist das, sind die Bewegungen so schneller. Meinst du, dass sie so macht, so? Nee, ich meine halt so schneller. Diese, genau, die hat halt, die Bewegungen waren nicht so weit, weißt du? Bam! Nicht so pum, 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 weißt du? Sie hatte eher so Aber sie hat es schon gut gemacht. Ja. Außerdem ist das mein Lieblingslied. Okay. Ein Pluspunkt für mich. Für dich? Für dich? Für sie. Machen wir weiter mit dem Septon Trio. No! Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la. Das ist das, was ich meinte vom letzten Video. Im letzten Video hat ja eher so kleinere, ihr Radius war eher so klein, weißt du? Mhm. Aber die sind halt so komplett so ausgerastet. Das meine ich. So ausdrucksstark. That's the word that okay. I search. Oder so. Ich fand's cool. Ich fand's cool, aber ich fand das halt so voll. Halt, als sie nur die Wand filmen, das fand ich so ein bisschen so. Ach so. Okay. Aber sonst cool. So, und die Sicht zeigen. Ja, auch zurückstand. Kommen wir zum Musical Nummer 8. See my piggy, see my thumb, see my pussy, better run, hold up, wait, come back. You need a tic tac. Not one, not two, but the whole six pack. Sorry to be mean, but you need some Listerine. Oh shoot, I forgot the rest. Okay, der Schluss war lustig. Das war auch wieder ausdrucksstark. Da konnte man halt auch jetzt nichts. Wie soll ich sagen? Das war. Man kann nichts dran aussetzen, weil genau. Ich glaube, würde ich das machen, ich würde den ganzen Text schon in Wirklichkeit so vergessen. Erstens das und zweitens... Ich könnte mir das nicht alles merken. Ich und vor allem die Bewegungen so voll schnell so. Ich frage mich, wie ich auf die 30.000 gekommen bin. Ich bin voll ein Amateur. hier war es auch ausdrucksstark und hier war es auch... Mehr braucht man nicht dazu zu machen, weil das hat auch so vollkommen gereicht. Effekte waren nicht nötig. Kamera rumfuchteln war nicht nötig. War nice. Kommen wir zum vorletzten Musical des Videos. Ihr schaut mich komisch an, weil ich lach, wenn ihr weint, weil ich wein, wenn ihr lacht, weil ich schrei, wenn ihr schweigt, weil ich schweig, wenn ihr schreit. Das war kurz. Nö. Aber die Bewegungen waren treffend. Es war cool, finde ich, weil ich glaube, sie hat das eher so gemacht, dass sie erst schnell hat und dann langsam. Und dann ist ja, weil die macht ja so, aber so voll langsam. Und bei langsam. Auch schnell wieder umzusteigen, das ist so da 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 und dann sofort so. Ach so. Das ist so diese Schwierigkeit. Und du sagst ja, das ist gut hinbekommen. Ja. Ja, es war gut. Okay. Kommen wir zum letzten Musical.ly vom zweiten Teil. Aber keine Sorge, es geht weiter. Es geht weiter. Also werden hier die 150 Likes erreicht. Jetzt das letzte Video. Okay, jetzt kommen wir zum letzten, zum Abschluss von Teil 2 und let's go. And it gets hard, but you don't just leave, you don't just stop. Das fand ich cool. Das ist die Anna. Die kommt auch, ich weiß, woher die kommt. Die war beim Fantreffen in Kassel dabei. Und ich weiß, dass die, als sie das Musical gemacht haben, die waren in Venedig auf Klassenfahrt. Weil hier sieht man auch Hard Rock Venice. Ich fand das cool am Ende mit diesen. Mit diesen in Zeitlupe so. Ja. Das
voll cool. Darauf wäre ich nie gekommen. Das ist halt so, ich mache hier so den Damm ab und zu. Und die haben das halt so kombiniert mit dem Depp. Ist cool. Fand ich cool. Drei Mädels, alle wussten, was zu machen ist und ich fand's cool. Wenn ich jetzt eine Platzierung machen müsste, was das Beste war, also ich würde das... Ich hab gerade nicht mehr alle so wirklich im Kopf. Was hast du überhaupt im Kopf? Ja, ich fand am besten jetzt von Teil 2 Emily Sophie. Das zweite Musical. Okay Leute, das war's von Teil 2 Musical Reaktion. Der Hashtag wird natürlich auch unten in der Infobox sein, damit ihr auch im dritten und vierten und fünften Teil mitmachen könnt. Alle, die im zweiten Teil jetzt dabei waren, können im dritten nicht dabei sein, aber im vierten wieder dabei sein. Genauso war es jetzt auch. Ich habe niemanden vom ersten Teil genommen, aber die vom ersten Teil können wieder im dritten Teil dabei sein. Also einfach mitmachen, wann ich die Sachen auswähle, ist ganz zufällig. Seid mir nicht böse, wenn ihr nicht dabei seid. Ihr werdet bestimmt irgendwann dabei sein, wenn ihr noch aktiv dran bleibt. Hast du noch was zu sagen? Ciao! Okay, genau. Wenn ihr mehr sehen wollt, hier werden jetzt einige Musical.ly-Videos kommen. Und einfach abonnieren, Benachrichtigung aktivieren, also die Glocke. Daumen nach oben! Also Daumen, Glocke. Glocke? Daumen aktivieren. Genau, aktiviert mal die Glocke. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Der war jetzt schlecht. Ich kann keine Dabs. Okay.